Burgstein. Was? Und liebe Kinder, ja. Ich lese jetzt was vor. People of the same trade seldom convene without their entertainment ending in a conspiracy against public or a scheme for an increase in price. Unternehmer von derselben Geschäftsrichtung treffen sich selten, ohne dass ihre Unterhaltung in einer Verschwörung gegen die Öffentlichkeit oder in einem Mechanismus, in einer Machenschaft zur Anhebung der Preise endet. Sagt wer? Adam Smith. Das habe ich Ihnen vorgesagt. Nein, das haben Sie mir nicht vorgesagt. Ich habe auch Politik studiert. Das ist der erste Satz meiner Magisterarbeit. Ja. Und wenn es, das ist Ihre Magisterarbeit? Das ist meine Magisterarbeit. Und wenn es 100 Seiten mehr gewesen wären, müssten Sie mich jetzt als Doktor anreden. Dann müsste ich gucken im Internet, wo Sie abgeschrieben haben bei Wikiplug. Pass auf. Als die geschrieben wurde, gab es das Internet. Adam Smith wollte große Firmen und Konzerne zerschlagen. Er stand denen sehr, sehr skeptisch gegenüber. Die Leute, die der Meinung sind, Adam Smith immer zitieren zu müssen, um den neoliberalen Wahnsinn zu rechtfertigen, den Moment haben, die irren sich. Moral auch nochmal zu googeln, ja, gerade für VW-Mitarbeiter, googeln Sie nochmal Moral. Ist irgendwie zu kurz. Ich würde eher sagen, googeln Sie mal gesunden Menschenverstand. Wieso? Das finden Sie gesunden Menschenverstand? Nein, ach so, nee, Sie finden gesunden, das ist ein Zeichen von... Ich finde, das was VW, und man darf den Namen ja jetzt noch nennen, die machen wir jetzt nämlich platt. Ne? Ich meine, da sind wir schon sehr deutsch, die machen wir jetzt richtig platt, wenn schon. Und zwar 600.000 Mitarbeiter machen wir platt. Weil die haben nur in 11 Millionen Autos einfach Sachen eingebaut, die da nicht reingehören. Ich sagte mal Schwamm drüber, da haben wir noch ganz andere Sachen erlebt im weltweiten Kapitalismus. Was soll's? Ich meine, und jetzt kommen Sie doch gleich mit der Swada. Sie machen einen Witz draus, Sie machen einen Witz draus. Jetzt geben Sie es mir doch richtig. Jetzt kommen Sie gleich mit der Swada, dass der Kapitalismus ein System ist, schumpeterisch, was auf Zerstörung beruht und dann auf Wiederaufbau, sich immer dynamisch selbst findet. Hallo? Ich warte, wo ist der Text? Ihr Text lautet, jetzt, wir spielen mit verteilten Rollen, Ihr Text lautet, VW hat gefehlt, VW ist schlimm, VW ist der Inbegriff des Adam Smith'schen Kapitalismus und darum gehört der Kapitalismus gleich mit abgeschafft, weil VW Mist gebaut hat. Und noch einmal, nur als Disclaimer quasi hier vorneweg, wenn wir schon die ganze Zeit Englisch reden, ich verteidige nicht den Betrug von VW, wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass es 600.000 Leute daran beteiligt waren. Das lehrt der gesunde Menschenverstand. Ich glaube, da waren viel zu viele Leute beteiligt. Es ist ein grotesker Betrug, für den Sie hoffentlich, hoffentlich bluten werden, bis Sie weiß sind. Mir reicht aber das noch nicht, was Sie da machen gerade. Das reicht noch nicht. Das aber sind Leute. Ich bin nicht bereit, von VW auf den Kapitalismus zu schließen. Lass uns doch mal zwei Sachen erstmal schrittweise sozusagen. Da sind Leute morgens ins Büro gegangen mit dem einzigen Sinn und Ziel und Zweck, ein Produkt zu entwickeln, das das Gesetz umgehen soll. Das war kein Unfall. Ja? BP, als da bei der Ölfirma die große Plattform in die Luft geflogen ist und das ganze Meer war verseucht, da kann man sagen, das haben die wenigstens nicht mit Absicht gemacht. Die hier haben das ja mit vollem... Das war der Sinn. Das ist ein Berufsverbrechen gewesen. Das war organisierte Kriminalität, was die da gemacht haben. Das ist Wortklauberei, Augstein. Das ist echt Wortklauberei. Das ist nur, weil Sie das nicht hören wollen. Das ist aber der Sinn und Zweck, weshalb die das gemacht haben. Ich weiß, dass Sie es mit Absicht gemacht haben. Aber es mit Berufsverbrecher, Mafia und zu überhöhen, ist doch krank. Warum tue ich das? Sie haben es mit Absicht gemacht. Mit Vorsatz und mit Absicht. Jetzt gehen wir von der Firma zum System. Und da bin ich der Meinung, Adam Smith war doch gar nicht so blöd. Warum wollte er denn die großen Konzerne verbieten? Weil er wusste, dass große Entitäten, wenn die sehr viel Macht anhäufen, wenn da sehr viel Geld im Spiel ist, zwangsläufig dazu neigen, ihre eigenen Gesetze zu machen, ihre eigene Moral. Und da haben wir das Wort wieder. Menschen haben vielleicht Moral, Firmen haben eben keine Moral. Firmen sind die Ansammlung von Menschen. Und entweder die Leute, die entscheiden, haben eine gewisse Moral, übrigens, weil sie auch an das Wohl ihrer Firma denken, die ohne Moral auf Dauer, und das sieht man gerade beim Börsenkurs zum Beispiel der VW-Aktie, der sie nicht hinterher gucken können, so steil fällt der weg. Dafür müssen die Leute viel stärker bestraft werden. Dann schauen Sie doch mal ab, wie sie bestraft werden wird. Die legen jetzt 6,5 Milliarden Euro. Ich habe gedacht, Nicht für die Strafe. Sie legen für schon mal den Imageverlust und das Wiederaufarbeiten von Vertrauen. 6,5 Milliarden Euro legen Sie beiseite. Ich meine, wie viel bleibt denn da? Ich meine, wie viel haben Sie denn noch? Also wenn das ist das, was Sie beiseite legen, dann denkt man so, Hallöchen, wenn Sie das vielleicht nach Griechenland weiterleiten, dann müssten wir uns über die Euro-Krise nicht mehr unterhalten. Nur um mal die Dimensionen zu zeigen. Das ist ein Unternehmen. Das Unternehmen hat ordentlich verdient und zwar nicht nur mit Dieselautos. Komm, Wette, in zwei Jahren redet keine Socke mehr davon. Das wird wie VW, mit dem... Wenn sich VW, und das ist der Punkt, Sie haben völlig recht, in zwei Jahren wird davon keiner mehr reden, wenn sich VW geändert haben sollte. Von dem Schmiergeldskandal... Stopp, Moment, den Gedanken darf ich mal zu Ende führen. Von dem Schmiergeldskandal, den übrigens auch von Siemens, den auch amerikanische Behörden, das ist auch eine kleine Paradoxie, das ist immer der Weltpolizist USA, ist der viel gescholtene, der diese Sachen aufrecherchiert und dann wirklich auch zur Anklage bringt. Von dem Schmiergeldskandal ist immer noch die Rede, weil sich Siemens offenkundig noch nicht weit genug fortentwickelt hat. VW wird sich verändern. Das ist ein disruptiver Schock, übrigens auch ein Wesensmerkmal
des Kapitalismus. Ach, nee. Natürlich. Das ist doch die werden aufgespalten werden, die sind derzeit total zentral aus Wolfsburg geführt, offenkundig, was man jetzt so lesen kann. Das ist doch nur bis zum nächsten Mal. Das ist doch nur sozusagen bis zum nächsten Mal. Der Rechtsbruch ist in solche großen Konzerne quasi mit eingebaut. Mm-mm. Und das ist ein Wettrennen. Das Beste, was Sie noch sagen können, ist, dass es ein Wettrennen ist zwischen den Unternehmen, die versuchen sozusagen die Regularien zu umgehen und ihren Profit immer weiter auszudehnen. Denn die Regularien führen dazu, dass der Profit sinkt. Das kostet nämlich Geld und dann verdient man weniger. Also will das Unternehmen immer alles dafür tun, die Regularien auszudehnen oder sie eben zu brechen. Und das Wettrennen liegt daran, dass der Staat immer zu versuchen muss, hinterher zu hecheln. Da kann ich nur sagen, da ist unser Staat, gerade unser deutscher Staat, sehr, sehr, sehr schwach auf der Brust. Sie vermischen es. Kampf gegen Wirtschaftskriminalität, Herr Blome. Ja, Wirtschaftskriminalität. Natürlich gibt es Wirtschaftskriminalität, wie in jedem lebenden System. Es gibt auch Menschenkriminalität. Deshalb schaffen wir jetzt aber nicht die Menschen ab. Oh nein, so, wir haben aber eine fantastisch funktionierende Strafjustiz für Menschen und eine ganz, ganz schlechte für die Firmen. Gut, meinetwegen, wenn die Firmen nicht genug fürchten müssen, dann könnte man da ja noch was... Nein, nicht, weil wir im Kapitalismus leben, sondern weil der Ordnungsrahmen immer wieder neu gesteckt werden muss, weil, und darauf will ich ja hinaus, der Kapitalismus ein sich veränderndes System ist, weil es aus Fehlern übrigens lernen kann. Ja? So wie es überhaupt zu Grenzwerten gekommen ist, bei Diesel oder bei dem Katalysator, weil man dachte... Kapitalismus? Jetzt kriege ich echt die Krise. Der Kapitalismus zuständig, dass es Grenzwerte gibt. Ich lache mich tot. In welchem anderen System gibt es denn Grenzwerte? Welche Systeme verschmutzen denn die Erde wirklich? Die kapitalistischen oder die nicht kapitalistischen? Das hat doch mit dem Kapitalismus nichts zu tun. Das hat doch damit was zu tun, dass es demokratische Kontrollen gibt, Presse gibt. Aber ist das nicht ein Teil des Kapitalismus? Nein, Herr Blome, nein. In China funktioniert der Kapitalismus ohne den ganzen Quatsch. Der Kapitalismus ist eine Bedrohung der Demokratie, keine Bedingung. Wollen wir dafür noch mal zurückgehen? Nein, eine Bedingung habe ich nicht gesagt, aber es ist ein Teil davon. Und natürlich ist Kapitalismus im Sinne von Adam Smith, einer, dem demokratisch ein Ordnungsrahmen, darf ich mal ausreden, dem ein demokratisch legitimierter Ordnungsrahmen gesetzt wird, der sich übrigens auch verändert und dem sich der Kapitalismus anpasst oder den er manchmal auch selber vorantreibt. Zum Beispiel, nur aus Wettbewerbsgründen hat VW, Klammer auf, schön doof waren sie, gesagt, wir unterbieten sogar eine freiwillig gesetzte Norm bei diesem Diesel, um besser im Wettbewerb agieren zu können. Und dann haben sie angefangen zu betrügen, als sie merken, sie schaffen das nicht. Ja, also es war noch nicht einmal der Staat, der quasi per gesetzlicher Auflage die irgendwie unter einen Grenzwert zwang, sondern es war was Freiwilliges, doof genug. Und jetzt mache ich noch was. Ich beneide Sie um Ihr festgefügtes, geradezu mit Titan ummanteltes Weltbild, in das einfach die Wirklichkeit gar nicht mehr eindringen kann. Denn diese Firmen können machen, was sie wollen. Sie werden immer sagen, irgendwie das ist ein Zeichen dafür, für die hohe Innovationskraft, also der deutschen Industrie. Und natürlich muss ich das alles... Das ist doch alles Schnickschnack. Können wir ganz kurz auf eine Sache... Ihr ganzes Argument lebt davon, dass Sie sagen, ich verteidige den Betrug. Das tue ich aber nicht. Ich sage nur, zum Kapitalismus gehört als Wesenszug, Grenzen zu überschreiten, um was Neues zu erfinden. Toll. Und da haben offenkundig die Leute die Grenzen verwechselt. Ja? Oh ja, das ist sehr schön, das ist hübsch, das ist genau, die haben die falsche Grenze leider überschritten. Ein Stichwort ist mir wichtig, Unternehmensstrafrecht, ja, haben wir in Deutschland nicht. Wir können Unternehmen, die sowas machen, in Deutschland strafrechtlich nicht belangen. In Amerika geht das, das geht auch in einer Reihe von anderen europäischen Ländern. Wir können das nicht und wir müssen das machen. Dafür unterbrechen Sie mich jetzt? Es steht im Koalitionsvertrag drin, das ist eigentlich wollte sich die große Koalition das vornehmen, dazu ist es bisher noch nicht gekommen, weil andere Sachen wichtiger waren. Vielleicht gab es keine Ahnung. Ich habe nur das Gefühl, dass eine ganze Menge Firmen, zum Beispiel die Wein gepanscht haben, die Lebensmittelskandale verursacht haben, schon ganz schön, ob nun strafrechtlich oder anderweitig, zur Rechenschaft gezogen worden sind. Ja? Und noch einmal, ich verteidige überhaupt nicht VW und schon gar nicht die Leute, die das gemacht haben. Die sollen möglichst ordentlich drankommen. Das stimmt schon. Nur was mich wirklich nervt, ist, aus jeder Verfehlung dieses lebendigen, sehr lebendigen Systems, das von seiner Lebendigkeit lebt, ja, und auch von dem Ding Neuland zu betreten, abzuleiten, dann müssen wir das ganze System abschaffen. Denn das wollen Sie doch in Wahrheit. Macht VW platt mit 600.000 Mitarbeitern. Also, pass auf. Dieses Auto hier, ja, mit dem wäre das nicht passiert. Ich weiß, kann die Kamera das anfangen? Mit diesem Auto wäre das nicht passiert. Das war nämlich ein guter VW-Käfer, noch aus der guten Zeit, ja, vor dem Wahnsinn. Ja. Vor der Elektronik. Dieser Käfer, der hätte nämlich gesagt, man hat an mir rumgefummelt und so gehe ich nicht auf die Straße. Der konnte nämlich sprechen. Ja. Aber hat er immer die Wahrheit gesagt? Ich weiß nicht. Hier hinten hat man ihm, glaube ich, einen Elektromotor eingebaut. Und Sie wissen, dass der Film in Hollywood entstanden ist. Ja. Der Schaumfabrik und Traumfabrik. Wir lösen übrigens gerade die Probleme, die Amerikaner haben mit Google und so im Datenschutz. Und Sie lösen dafür unsere Probleme in der Industrie. Das ist dann wieder eine internationale Arbeitsfrage. Ja, der EuGH macht Facebook platt und die Kartellbehörde da in den USA geht an VW ran. Und darum hat der Kapitalismus ein Happy End. Puh.